So, Männer, gleich geht's los. Schmeißen wir die Kiste mal an. Der Traum endet gleich. Rechenkraft geladen. Merkfähigkeit ist auf 100%. Hau noch mal eine Schippe drauf. Verstanden, Boss. Der Konzentrationssaft ist leer. Bitte maximal füllen. Alles Roger. Alle auf Position, dann legen wir mal los. Gehirn an Augenlider. Bitte öffnen. Guten Morgen, Welt. Kaum ist Superbrain Max wach, ist er auch schon direkt gut drauf. Stell dich doch mal kurz vor. Mein Name ist Max Tantian Maluche, ich bin 11 Jahre alt und komme aus Braunschweig. Ich bin in China geboren, mein Vater kommt aus Deutschland und meine Mutter aus China. Ich gehe zurzeit in die 7. Klasse. Und seine Familie, das sind sie. Papa Mike ist Ingenieur für Qualitätssicherung bei einem Automobilhersteller. Mama Sitschi, Kinderbuchverlegerin, Hausfrau und Mutter. Bruder Vince ist 9, Schwester Stella 7. Dass Max ein cleveres Bürschchen ist, blieb übrigens nicht lange unbemerkt. Ich glaube, als er, wie alt war er? 2 ungefähr. Dann kamen meine Eltern in Deutschland Weihnachten, um zu besuchen. Und mein Vater hat mir gesagt, er hat beobachtet, wie Max puzzelt. Das ist nicht ein Stück nach ein Stück, sondern er wusste schon, welches Stück in welche Ecke. Mein erster Gedanke war, ja, da hat er das blendende Aussehen von mir und die Intelligenz von der Mama. Max wächst in China und Deutschland auf. In beiden Ländern empfehlen die Lehrer den Eltern, ihren Sohn eine Klasse überspringen zu lassen. In Braunschweig beginnt der 11-Jährige dann mit dem Gedächtnissport. Der wirkt, aber nicht immer. Was ich mir generell nie merken kann, sind einfache Sachen im Leben, nenne ich es mal. Also zum Beispiel zu Hause einfach mal Zimmer aufräumen, das kann ich mir schlecht merken. Oder die Socken vorm Schlafen in den Wäschekorb schmeißen. Und wie wohnt so ein kleines Genie? Hallo, kommt mal in mein Zimmer. Mit seinem Bruder Vince teilt sich die Leseratte Max das Zimmer. Meistens ist so Max, Max, Wilhelms, ich möchte lesen. Also das ist der häufigste Dialog hier. Und generell passiert es auch ziemlich oft, dass wir uns leicht streiten, aber geht meistens nach kurzer Zeit wieder. Hier ist auch noch ein Bild von mir, als ich in China war. Da gab es so Fleischspieße, die esse ich sehr gerne. Und generell vermisse ich auch ein bisschen das Essen in China. Denn wenn es hier Essen aus China gibt, dann schmeckt es meistens nicht ganz so gut. Am liebsten tüftelt er aber stundenlang mit seinen Klemmbausteinen rum. Und mit dem Kopf hat Max schon einige Siege eingefahren. Die Urkunde habe ich für den 2. Platz bei den Norddeutschen Meisterschaften im Gedächtnissport bekommen. Was musste man sich denn da so merken? Also man musste unter anderem Binärzahlen, also 0 und 1 merken, historische Daten. Zum Beispiel 1904 ist irgendein politisches Ereignis gewesen. Und Namen und Gesichter, da muss man sich zu Gesichtern den dazugehörigen Vor- und Nachnamen merken. Und wie würdest du dir meinen Namen merken? Das ist nicht so schwer, man muss dazu nur ein bisschen Fantasie haben. Komm, ich zeig's dir. Salut. Ich merke mir Gesichter und den dazugehörigen Namen, indem ich mir Gedankenbilder male. Bei dir ist es einfach. Kai hört sich an wie das chinesische Wort für öffnen. Also male ich dir zum Beispiel eine geöffnete Pflaume auf den Kopf. Bon Appetit! Schmecken wird seinem Gegner die Niederlage sicher nicht. Da ist Max sich sicher. Jörg, merke dir für dieses Duell schon mal meine Regel Nummer 1. Du landest auf Platz 2.